Willkommen zu der Foodshow Food News Folge 13 für den Monat Oktober 2020. Ja, es ist die Jubiläumsfolge, muss man sagen. Also wir haben jetzt wirklich ein Jahr Foodshow Food News. Ja, ein kleiner Sound drunter gelegt. Ja, soweit ist es schon. Ein Jahr lang haben wir diese Folgen jetzt schon gedreht. Da war es angefangen im Büro mit schlechtem Licht und schlechtem Sound, weil das alles so hellhörig war. Irgendwann hatte ich mir gedacht, durch Corona, ja, wir legen das mal nach Hause. Und zu Hause hat sich das dann ganz geil eingespielt, muss ich sagen. Ich mag das eigentlich hier zu drehen. Auch ich habe nichts mehr in der Hand, nichts ausgedruckt. Wir machen alles digital. Finde ich geil. Ja, und jetzt sind wir schon in der 13. Folge und ein Jahr. Genau vor einem Jahr haben wir die erste Folge ausgestrahlt. Und ich mag das Format. Es wächst auch. Es kriegt mehr Aufrufzahlen. Es könnte noch mehr Aufrufzahlen gebrauchen, aber vielleicht wird das ja noch. Ja, was haben wir denn Schönes diesen Monat? Diesen Monat ist wie letztes Jahr der große Ankündigungsmonat für Süßigkeiten fürs neue Jahr von Ferrero besonders. Ferrero kündigt ja gerne im November immer die neuesten Sachen an, also Ende Oktober, Anfang November. Ja, und ich habe auch schon einiges für euch und wir legen auch direkt los. Also, erstes Produkt, alles was jetzt kommt ist Oktober. Ich erwähne es, wenn separat, wenn es nicht mehr im Oktober ist. Ich mache es mir lieber mal groß, dann kann ich es besser ablesen. Dani pflanzlich. Habt ihr vielleicht schon im Supermarkt entdeckt? Ich habe es noch nicht gefunden und noch nicht probiert. Das sind die ersten pflanzlichen Joghurts von Dani Sahne. Oder Joghurts, dass er sagt, Schokodesserts. Das sind ja keine Joghurts mehr, das sind ja Schokodesserts. Und die gibt es dann einmal in der Version Haselnuss und einmal in der Version Kokos. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gesehen. Die gab es so bei Netto auch vor kurzem. Bei Edeka soll es die geben, aber wie gesagt, noch nicht entdeckt. Meine Freundin will sie gerne mal probieren. Ich werde sie, denke ich, auch mal testen, wenn ich sie irgendwann mal sehe. Basieren halt einmal auf Haselnussbasis und einmal auf Kokosnussbasis. Dann, auch ganz neu, ich habe sie auch noch nicht gesehen, soll es aber schon geben, die Rotkäppchen Fruchtsecco Wintermomente. Das sind also Fruchtseccos, die gibt es ja schon länger. Ich muss sagen, der mit Mango, den finde ich ganz lecker. Und dann gibt es einmal die Version Preiselbeer und Nelke und Apfelzimt. Apfelzimt ist auf jeden Fall was für mich. Ich habe euch ja ein Video vor kurzem freigeschaltet, oder gerade gestern, glaube ich, zu den Nesti-Apfelzimt. Finde ich auch total lecker. Also ich finde den echt lecker und ich kann es mir als Seko auch sehr gut vorstellen. Mal gucken, wann ich es finde. Als Einzeltest weiß ich nicht. Das so zwei Flaschen aufmachen für einen Test, das ist schon viel. Das musst du dann auch relativ schnell trinken. Aber sicher auch ein nettes Geschenk. Ja, dann gibt es nur für kurze Zeit, ich habe sie auch noch nicht gesehen, die gibt es exklusiv nur bei Edeka, die Rittersport Don Schoko. Die gibt es nur bei Edeka, bei uns in Edekas komischerweise nicht. Also, ich war jetzt schon bei Edeka und Edeka Marktkauf, ich habe sie nicht gefunden. Aber vielleicht kriege ich sie noch die Tage mal. Das Besondere dran, das ist wieder eine Schokolade aus der eigenen Plantage von Rittersport. Das ist sozusagen eine der frischen Ernten, die die selber angebaut haben. Ja, bin ich mal gespannt. 40% Kakao ist also keine reine Vollmilchschokolade mehr, also eine Edelvollmilch mit einem höheren Kakaoanteil. Bin ich trotzdem gespannt drauf und das Faultier alleine, dafür brauche ich die Packung auch, weil ein Faultier geht immer. Dann, ganz neu, in der Schweiz, noch nicht in Deutschland, für die Veganer unter euch, sehr interessant vielleicht, Veganer Thunfisch von Garden Gourmet. Das ist echt das erste vegane Thunfischprodukt weltweit auf dem Markt. Garden Gourmet hat das in der Schweiz entwickelt und erstmal auf den Markt gebracht, kommt vielleicht noch nach Deutschland. Ich finde es sehr interessant, weil jetzt auch der vegane Fischbereich wächst. Ich habe ja auch noch veganen Fisch für euch liegen, der auch ganz neu ist. Den habe ich noch nicht, auch nicht in der Food News drin. Den teste ich für euch die Tage, aber da könnt ihr gespannt drauf sein. Auch von einem großen bekannten Anbieter, ist aber nicht Igloo. Also seid mal gespannt. Dann, auch neu, auch vegan, Rama pflanzlich zum Aufschlagen und zum Kochen. Sehr, sehr interessant. Ich habe schon ausprobiert. Vegane Pflanzen, Sahne und Milch. Gibt es schon einige Sachen. Gibt es mit Hafer, gibt es ohne Hafer, mit Kokosnuss. Und schieß mich tot. Rama hat das jetzt auch gemacht auf Erbsenproteinbasis und ich muss sagen, das schmeckt echt gut. Also es hat echt einen Sahnegeschmack, du hast, weil sonst haben diese Produkte immer diesen Haken an dieser Geschichte, die schmecken meistens immer nach dem Produkt, was auch draufsteht. Wenn es Kokosnuss ist, schmeckt es nach Kokosnuss, wenn es Hafer ist, halt so dieser Hafergeschmack mit bei. Und hier ist es das erste Mal, dass es einfach nur wie Sahne schmeckt, aber halt 100% pflanzlich. Ich finde es ganz geil, gibt es bisher, glaube ich, fast nur bei Real und vereinzelt bei Rewe. Hoffentlich bald auch mal an die anderen Märkte. Also bei unseren Rewe gibt es das auch noch nicht. Also unser Rewe kann es auch noch nicht bestellen, noch nicht alle Rewe-Märkte. Aber es ist echt eine gute Alternative, wenn man halt eine Alternative zur Sahne sucht. Und dann Milkana. Wer mag Milkana von euch? Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Milkana Alpenpur Käseecken. Ganz frisch, ganz neu.
Was ist daran jetzt neu? Es gibt doch schon ewig diesen Streichkäse, Schmelzkäse. Ja, bei dem ist das Besondere, es ist ohne Phosphate. Ja, ich muss gerade selber nochmal gucken, bevor ich es vergesse. Aber es steht ja ganz groß drauf, ihr seht es ja. Es ist wirklich rein phosphatfrei. Und das war immer so ein Punkt, warum ich keinen Schmelzkäse mehr gegessen habe, weil die Phosphate sind Salze und die sind krebserregend. Also wer viel Schmelzkäse isst und sowas, gerne sich aufs Brot schmiert, nicht Frischkäse, sondern diese Schmelzkäse-Sachen, es ist halt sehr krebserregend oder krebsfördernd, weil dieses extreme viele Salz, was da benutzt wird, unserem Körper sehr schadet. Kannst du überall nachlesen, wird halt nie wirklich publik gemacht. Aber jetzt gehen die ersten Hersteller, gerade der große Anbieter damit, neue Wege und entfernt einfach das Phosphat. Finde ich gut, werde ich ausprobieren, wenn ich es sehe, weil ich liebe eigentlich Schmelzkäse. Also gerade hier der pure mit altem Rahmen geht immer. Ja, dann sie ist zurück, die Rittersport Einhorn. Die habe ich auch schon für euch da, die liegt da hinten in meiner Food-Ecke. Ich hätte sie eigentlich euch jetzt auch so zeigen können, habe ich leider vergessen, jetzt müsste ich erst laufen. Ja, die teste ich für euch die Tage. Sie ist wieder da, aber ihr seht, sie ist nicht in Deutsch geschrieben. Ja, es ist die italienische Version, steht auch unten nochmal drauf. Ist die in Italien gibt es die wieder. Und da gibt es die aber nicht so exklusiv wie bei uns, wo man sich bewerben musste über einen Online-Shop und kaufen. Da gibt es die einfach im Supermarkt. Finde ich auch die beste Lösung bei solchen limitierten Sachen. Packt es auch in die Supermärkte, wenn es dann da ausverkauft ist, ist es weg. Aber online und dann kauft einer davon gleich 30 Stück und verkauft die dann auf eBay fürs 100-fache weiter. Das finde ich immer ein bisschen doof. Ja, was gibt's noch? Von Dani Sahne gibt's immer noch, alles noch Oktober, Salted Caramel Mousse. Das findet ihr auch ab sofort im Handel, das habe ich bei Edeka entdeckt. Gab's vor kurzem auch eine andere Mousse-Version, glaube ich, nur die normale Schokomousse. Jetzt gibt's auch die mit feinster Salted Caramel. Soll auch wirklich Salted Caramel drin sein, laut den Zutaten, ist einfach nur aufgeschlagen. Kann lecker sein, ich hab's aber nicht mitgenommen. Brauchte ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch das jetzt holen. Ja, was gibt's noch im Oktober? Soll jetzt im Oktober rausgekommen sein, offiziell laut Müllermilch. Ich habe es aber noch nicht gefunden. Müllermilch in der neuen Frucht, Müllermilch-Sorten limitiert. Zitrone, Matcha, Granatapfel, Orange und Himbeere, Feige. Ja, soll es ab sofort im Handel geben. Wie gesagt, ich habe sie selber noch nicht gesehen. Laut Pressemeldung sind sie aber veröffentlicht. Wenn sie was, sind das eigentlich Sachen für euch? Schreibt mal in die Kommentare. Mögt ihr Buttermilch oder solche Geschichten oder mit diesen Fruchtdingern? Ist das was für euch oder lieber pur? Ja, dann ist wieder was da, das jährliche Comeback kann man fast sagen, von Müller Milchreis in der Version Pflaume Zimt, Zuckerzimt, Typ Kokosmakrone und Typ Apfelstrudel. Da kann man sagen, die ersten beiden klingen dann schon wieder ganz gut. Bei Typ ist es ja immer so, da wird viel wieder mit Aroma und so gearbeitet, da bin ich immer nicht so ganz der Fan von. Aber das sind die heiß und lecker Dinger, die heißt also, ihr könnt die so löffeln oder in die Mikrowelle kloppen und habt einen heißen Milchreis. Ja, dann ist noch was da, das habe ich für euch ja schon getestet, glaube ich. Das Video müsste schon online sein eigentlich. Fup, Birne Zimt. Sehr, sehr lecker, sehr zu empfehlen. Also schmeckt wirklich gut, hätte ich nicht gedacht. Eine sehr leckere Version. Davon gibt es auch jetzt neue Fups. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier in der Food News mit drin habe. Nee, dann habe ich die euch schon gezeigt. Die natürlichen Fups ohne Gelatine, die jetzt da sind, die ganz neuen. Die habe ich heute auch bei Rewe das erste Mal entdeckt. Also die gibt es jetzt schon. Dann auch ganz neu, gibt es auch schon teilweise im Supermarkt. Kerrygold Cheddar Flakes. Ja, Cheddar Flakes, das heißt also Käse-Cheddar, nur ein bisschen dicker geschnitten und halt als Flakes und nicht als Scheiben. Für einen oder anderen vielleicht auch interessant, wenn er sich mal Cheddar für Pasta, Bruschetta vorspeisen. Ist aber wirklich ganz cool, weil es einfach größer ist. Kommt darauf an, wie viel aber drin ist. Und bei mir immer ein ganz wichtiger Punkt, es darf kein Trennmittel drin sein. Also ich bin da kein Fan von, wenn da irgendwie Trennmittel oder Maisstärke oder so benutzt wird. Oder Kartoffelstärke, damit die nicht aneinander kleben. Weil ich habe dann immer so einen fiesen Beigeschmack, finde ich. Also wenn du einmal das probierst und einmal Käse dann so probierst, schmeckt das immer anders. Ja, dann gibt es noch den Grillkäse von Gazi mit Zimt. Mit Pflaume-Zimt, den könnt ihr euch auch offiziell, ja, aktuell kaufen. Ich habe ihn auch noch nicht gefunden. Also wirklich ein würziger Käse, den ihr euch scharf anbratet. Und dazu gibt es dann einen Pflaumen-Zimt-Dip. Und auf dem Käse selber soll, glaube ich, auch noch ein bisschen was drauf sein. Klingt verrückt, kann aber passen, weil man isst ja auch Senf meistens zu Käse. Also viele essen ja süßen Senf zum Käse dazu. Also eigentlich keine ungewöhnliche Kombination. Klingt nur verrückt, wenn man es nicht kennt. Und dann gibt es noch ganz neu von Müller Nature die neuen natürlichen Produkte. Also die gehen jetzt alle in diese Richtung. Die wollen alle weg von Zusatzstoffen und Co. und die Alternativen anbieten. Ja, habe ich eigentlich jetzt gerade schon erklärt. Da ist kein Zusatzstoff mehr drin. Das ist einfach ein natürlicher Joghurt gehalten, ohne Zusatzstoffe, nur mit natürlichem Geschmack. Mit Erdbeer, Heidelbeere, Himbeere oder Mango.
Dann gibt es für euch noch die neuen Brunch-Aufstriche, die habe ich euch auch schon gezeigt, mit Linsencurry und Dattel-Chili und alle mit Hanfsamen. Fand ich geschmacklich gar nicht schlecht, also schmeckt das erste Mal nicht so grasig-hanfig, schmeckt wirklich mal anders. Also auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Müsst ihr halt mal schauen, ich hatte es bei Kaufland gefunden. Dann, das kam auf Instagram sehr gut an, hatte ich durch Zufall nur entdeckt, gibt es von der Firma Galileo, das ist ein Tiefkühlhersteller, Bagels und Pizza. Nee, Bagels und Pizza nicht. Pizza und Pizza Donuts und Bagel Donuts. Mit Pizza. Also alles mit Pizza. Ihr seht es ja gerade. Ich habe mich gerade selber verhaspelt. Aber gibt es halt in verschiedenen Varianten. Das ist ja ein Parallel. Auch der Pizza-Burger ist ja nicht mehr da von Dr. Oetker. Der ist jetzt ja weg. Der wurde ja eingestellt offiziell. Und jetzt kommen da halt die Alternativen, was man, glaube ich, von Penny schon mal kennt. Penny hatte schon mal diese Produkte so ähnlich. Ja, und da gibt es halt verschiedene Varianten mit Versionen mit Nachos, mit Margarita, Cheeseburger-Style, Mexican-Style, Prosciutto, Spinat und schieß mich tot. Also genug Auswahl. Wo es das dann im Handel gibt, keine Ahnung. Das kann ich euch noch nicht sagen, genau wo. Aber die Marke offiziell ist gelauncht und kommt jetzt einfach in den Handel. Dann gibt es in Österreich ganz neu die Knickknacks Queen Power Wasabi Style. Die sind auch ganz neu. Er sagt, die sind jetzt erstmal, wie gesagt, nur in Österreich zu bekommen. Wird es in der kleinen Tüte geben und auch in der großen 800er Packung. Wer also Wasabi mag, wird sich, glaube ich, darüber freuen. Ob es nach Deutschland kommt, ist noch nicht ganz sicher. Lorenz hat da erst vor kurzem mir geschrieben. Das wird gerade erst sozusagen getestet. Könnte es sein, dass es mir das dann nächstes Jahr bekommt. Vor Weihnachten ist meistens unwahrscheinlich. Dann gibt es noch von Grand Dessert was Neues von Ehrmann, nämlich die Grand Dessert Mousse Schokolade mit Schokosplitz und mit Haselnusssplitz. Ja, die gibt es schon ab sofort, ich habe sie noch nirgendwo gesehen. Und unten seht ihr was ganz Neues, das kommt jetzt im November, weil jetzt findet gerade der Wechsel zum November bei den Produkten statt. Ab November, angeblich Anfang November, also eigentlich ab morgen, mal gucken, ob es wirklich so ist, aber nächste Woche, gibt es die Ehrmann High Protein Chocolate Mousses, also Ehrmann High Protein Pudding. Kennen wir ja alle, die kommen jetzt als Mousse. Einmal in der Version Schokolade und Vanille. Ich werde sie probieren natürlich, wenn sie da sind. Ich denke mal, da werden auch die nächsten Anbieter draufspringen. Weil man sieht momentan, Mousse scheint so der neue Trend zu sein, gerade bei den Herstellern, dass die alle was mit Mousse anbieten wollen. Ihr seht gerade da hinten schon der Mond aufgegangen. Sieht heute sehr schön aus. Ja, True Foods bringt euch im Dezember direkt das nächste. Wir springen direkt schon wieder einen Monat weiter. Im Dezember gibt es eine neue True Foods Edition, nämlich diese Domino-Stein. Mit den beiden Figuren drauf aus, glaube ich, Pulp Fiction müsste das, glaube ich, sein, angelehnt. Ja, Domino-Stein-Smoothie schmeckt natürlich nicht nach Domino-Stein, mit winterlichen Gewürzen, ist da halt kombiniert mit allem drum und dran. Ich bin gespannt, ich werde ihn auf jeden Fall testen. Ich finde die Flasche auch wieder sehr cool, das kann True Foods einfach. Bin mal gespannt, wann die dann auftaucht. Könnte sein, dass die schon Ende November dann schon in den ersten Läden ist. Kaufland und Rewe ist da ja relativ schnell mit. Dann springen wir jetzt schon in den Januar. Jetzt gehen wir schon wieder ein weiter. Jetzt sind wir im Jahr 2021 und jetzt gibt es die Ferrero-Ankündigung. Das Bild ist vom Artundo-Shop, das kann ich euch schon mal mit sagen, oder Produktneuheiten auf Instagram. Der hat mir die ein paar Bilder zur Verfügung gestellt. Darum erwähne ich ihn noch separat. Es gibt einmal die Giotto, inspiriert von Brownie. Die werden jetzt ganz neu kommen im Frühjahr. Ja, Giottos, wie man sie kennt, innen drin mit einer Brownie-Füllung oder angelehnt an Brownie und draußen mit Kakao-Granulat. Dann ebenfalls vom Produktneuheiten oder Artundo Shop Hanuta an Black and White. Hatten wir schon mal. Hanuta Crisp gab es immer so in der Richtung. Oder Kakao und Knusper in so eine Richtung. Wir hatten mal so eine ähnliche Hanuta-Version. Das ist eine limitierte Edition als neu angekündigt. Musste ich auch wirklich nachforschen. Ja, sie ist neu, weil diesmal sind keine Haselnussstücke mit in der Creme, sondern nur diese Kakao-Keksstücke. Oder war es die Cookies? Ich bin mir nicht ganz sicher, welches war. Es gab aber schon eine Version. Hier wurden also nur die Dinger rausgenommen, neue Verpackung drauf gemacht und jetzt heißt es einfach Black and White. Auch noch im Januar soll die verfügbar sein. Dann ebenfalls im Januar angekündigt auch Produktneuheiten oder Artundo Shop. Tic-Tac Food Gums oder Food Mix, nicht Gums. Ein fruchtiger Tic-Tac Mix in einer fruchtigen Packung. Da könnt ihr also auch in der Tic-Tac Fans bald loslegen mit. Auch noch im Januar. Dann springen wir im Februar. Das ist von World of Sweets angekündigt worden. Joghurtte, schwarze Johannisbeere, Comeback. Es ist keine neue Edition, es ist eine Comeback-Edition, also es wird nichts Neues geben erstmal davon. Aber ich kann euch sagen, es kommt noch was anderes von Joghurtte, kommt aber gleich noch. Aber das ist halt, wie gesagt, die neue Version. Ob die was kann, ich hatte sie, glaube ich, schon mal getestet, ist okay gewesen. Braucht man aber, glaube ich, nicht zwingend nochmal. Für mich. Dann ebenfalls von World of Sweets angekündigt worden, Kit Kat Pops kommen in der Chocolate Kakao-Nips-Version und in der Peanut-Corn-Chia-Samen-Version. Sehr abgedrehte Kombination. Soll ab Februar verfügbar sein in Deutschland. Ich bin mal gespannt. Offiziell deutsche Version, kein Import oder sonstiges.
Wir schauen mal, was die können. Ich teste die auf jeden Fall für euch. Dann ebenfalls von World of Sweets angekündigt, ganz frisch. Lion Coconut kommt auch noch im Februar. Also wenn ihr Lion-Fans seid, wird ein weißes Lion kommen mit einem Kokosnussgeschmack und drinnen natürlich mit Karamell, wie man es kennt. Dann Yogurette. Das wird euch eventuell daran erinnern, wenn ihr die Food News mitverfolgt habt. Kommt Yogurette nochmal mit was Neuem, aber im April 2021. Nämlich mit der Version Buttermilch, Zitrone. Die hatte gewonnen bei der großen Yogurette-Wahl, die stattgefunden hat. Jetzt lief ja relativ lange das Ding. Es wurde irgendwann im Frühjahr gestartet. Da konnt ihr euch entscheiden zwischen dieser Version und einer Version mit griechischen Joghurt und Honig, glaube ich. Das waren, glaube ich, die beiden Auswahlprodukte. Die hat in der Fanabstimmung dann den meisten Zustimmung bekommen. Und die kommt dann offiziell nächstes Jahr in den Handel in der Achterpackung. Nicht in dieser Zehner, die wir sonst hatten. Die haben mit Packung ja verkleinert. Wird sicher schmecken, werde ich für euch natürlich ausprobieren. Dann ebenfalls im April soll es ungefähr kommen, die neuen Sommerküsschen. Die habe ich euch auch schon vorgestellt, glaube ich, schon mit in der ersten Food News, glaube ich, sogar schon mit angekündigt. Es ging ja die große Ferrero-Küsschen-Fanwahl los. Da konntet ihr selbst über so einen Generator entscheiden, was soll rein in das Küsschen, was könnte es werden. Am Ende wurden 4 Küsschen ausgewählt. Aus diesen 4 Küsschen konntet ihr euren Favoriten wählen. Da waren schon alle langweilig, fand ich. Also da war keine gute Edition dabei. Da waren sicher gute Dinger drin, sowas mit Erdnussbutter, was alles probiert wurde. Aber nein, es ist diese Stracciatella-Version geworden, offiziell als Fan-Version. Da durftet ihr dann, glaube ich, noch die Packung mit aussuchen. Ihr durftet den Namen mit aussuchen. Ja, und das hat sich dann alles so lange gezogen. Sollte eigentlich dieses Jahr auf den Markt kommen, dass es jetzt nächstes Jahr auf den Markt kommt. Offiziell das Sommerküsschen à la Stracciatella mit einer Creme mit Stracciatella-Geschmack und innen drin einer Haselnuss. Ich finde es ein bisschen öde, aber mal gucken. Vielleicht kann es ja was, aber mal schauen. Dann auch im April noch mit angekündigt von World of Sweets ganz frisch die Hello Lind Produkte oder Lind Halo Produkte. Crunchy Nougat, Sorted Caramel, Strawberry Cheesecake. Gibt es an sich schon, ja, aber jetzt kommen die in einer weißen Schokoladenversion. Also wer weiße Schokolade mag, wird hier ein Update bekommen und ich glaube, da freuen sich einige von euch drunter. Ich weiß auch, welche zwei Mädels sich auf jeden Fall darüber freuen werden, die hier in den Kommentaren regelmäßig aktiv sind. Und jetzt gehen wir schon auf den Endspurt zu, denn jetzt kommt noch ein paar Schogetten-Ankündigungen. Ja, Schogetten hat auch ein bisschen was Neues angekündigt. Das sind jetzt die letzten Infos für euch schon. Mehrere neue Sachen. Es kommen die Schogetten Gold Edition. Das heißt also hochwertigere Schogetten. Das ist so teilweise ein Widerspruch bei Schogetten, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist ja an sich eine günstige Schokolade. Und Schogetten versucht sie sich aber jetzt höherwertiger darzustellen. Und es fängt an mit Schogetten Salzcrisp Karamell. Das wird die erste neue Goldversion sein. Also sicher für den einen oder anderen interessant. Mit einer richtigen Karamellfüllung mit viel Salz wird versprochen. Dann kommt noch die Gold, Haselnuss, Kakao und Zartbitter. Ja, könnte interessant sein. Finde ich jetzt nicht so mega besonders. Also es ist ja altbekannt. Dann gibt es noch die Gold, Haselnuss, Kakao. Auch an sich wirklich versucht, glaube ich, alles nur hochwertiger zu machen. Aber nichts wirklich jetzt Innovatives. Dann kommt noch die Gold, Kokos, Mandel. Das wird für den Kokosfan unter euch auf jeden Fall was sein. Dann kommt noch die Gold-Pistazie. Für Pistazienfans könnte vielleicht ein bisschen auch so Marzipan-Feeling bringen. Und jetzt kommt das letzte Produkt von Schogetten. Die Schogetten des Jahres für nächstes Jahr sind auch schon angekündigt, nämlich Lotus. Es wird eine Schogetten-Lotus-Edition geben. Lotus-Creme im Inneren angelehnt mit Knusper drin. Vielleicht ist es sogar wirklich die Schogetten. Nicht die Schoketten, die wirklich die Lotus-Creme, die reingemacht wurde. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Das haben sie ja schon gemacht jetzt bei der eigenen Lotus-Schokolade, die wirklich auch sehr, sehr lecker ist. Ja, und das sind alle Produkte, die ich euch im Oktober zeigen kann. Damit sind wir durch mit der Jubiläums-Geburtstagsfolge. 13 Folgen Foodshow im einen Jahr. Und jetzt schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt. Die nächste Folge kommt natürlich wieder im November. Ich bin jetzt gespannt auf eure Kommentare, was euch davon am besten gefällt, eine von den Produkten, was ihr euch am meisten freut, schreibt's rein, ich freue mich drauf. Ja, und ich sage jetzt danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Foodshow Food News und natürlich bei den ganz normalen nächsten Videos in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Wie immer, ihr seht mich ja eigentlich täglich. Darum, bis dahin, danke fürs Zuschauen, ciao, euer Bob.